Ein Häschen wühlt im Schlamm. Playmate Juliana Marino unterwegs im Defender. Zweimal lässt die 24-jährige Nürnbergerin für den Playboy die Hüllen fallen. Die Leser wählten Juliana zum Playmate des Jahres 2005. Schickimicki Braut? Von wegen. Julianas Lieblingsauto ist nichts für Weicheier. Ein Land Rover Defender, unbequem und laut wie ein Traktor. Julianas Defender Cabriolet mit Sonderausstattung ist ein Unikat. Gemeinsam ziehen die beiden alle Blicke auf sich. Also wenn ich mit dem Teil hier unterwegs bin, denken die Leute dann sofort die Schöne und das Biest. Weil es auch ungewöhnlich ist, dass so ein Biest so ein schönes Auto fahren darf. Das Playmate steht zum Defender, obwohl der aussieht wie ein rollender Backstein. Offroad Park Langenaltheim. Unter Allradfans ein gefürchtetes Areal. Offroad-Experte Gerald Gareis kennt die Kiesgrube aus dem FF. Er zeigt Juliana heute, wie der Hase im Gelände läuft. Hallo, schönen guten Tag. Gerald. Ich bin die Juliana, hi. Herzlich willkommen auf unserem Spielplatz Langenaltheim. Schlamm, Wasser, Steine. Hier gibt es alles, was Autos wehtut. Doch bevor Juliana den Defender quälen darf, steht die Theorie auf dem Programm. Auf zwei Beinen studiert sie zusammen mit Gerald den Parcours. Mit Vorsicht und einer gehörigen Portion Skepsis übernimmt Juliana das Steuer. Juliana hat den Ernst der Lage noch nicht erkannt. In dem Fahrzeug werden beide so richtig durchgeschüttelt. Und genau das macht Spaß. Der Defender ist eine lebende Legende. Seit 60 Jahren läuft er optisch nahezu unverändert vom Band. Lediglich die robuste Technik wurde behutsam weiterentwickelt. Die Wahrscheinlichkeit, dass du was an einem Auto kaputt machst, ist sehr, sehr gering. Ach echt? Kennst du mich nicht? Juliana packt das Offroad-Fieber, das letzte Hindernis. Da will ich hoch. langsam. Okay. Doch, noch einmal muss das Playmate zeigen, dass sie mit ihrem Defender umgehen kann. Gaspedal aufs Bodenblech und Ruhe bewahren. Professionell wühlt sich Juliana den Hang rauf. Test bestanden, diese Lady passt wirklich zum Landy. Wow, das wäre geschafft. Aber schau dir mal an, was du angerichtet hast. Ja. Da kommt noch ein bisschen Arbeit auf dich zu. Ja, ich muss das waschen. Na klar. Hat es dir gefallen? Ja, sehr gut. Ja? Ja. Können wir noch mal? Willst du das mit deinem auch machen? Nee, mit meinem nicht, aber mit dem wieder. Okay. Das Autowaschen haben wir Juliana erlassen. Schon im Playboy hat sie gezeigt, dass sie es kann. Und dass sie als Playmate zum Defender passt, ist nun auch klar.